Nein, das ist sogar schon. Ich schneide jetzt so eine ganz dünne Rille. Kann man das sehen? Mhm. Das ist die Dampfstoffrille. Wird man wahrscheinlich das Handy drauf. Ne? Ich glaube, jetzt eine Weile, da wird er abheben und zurückfahren. Und dann werden wir jetzt ein Mikroskop gucken. Und das öffnet sich schnell, dann darf er mal hören. Ich glaube, der kann nicht so bewegen, ist so easy. Ich sehe nichts. Ach, das sind diese ganz kleinen vielen drin? Ja. Ach so, der. Das macht das ist eine Aufbauung der Oberfläche. Ja, ja, doch, man sieht. Das ist ein damit also das passt bis an die Mittelachse reinfahren, so gut es geht. Und man hofft immer, dass das ganze Elektron funktioniert oder geht nicht. Das macht man doch hier. Und das wird er dann zum Schluss abheben und ans Ende fahren. Ja, das hat die Zoll, das 13 Zoll, die Folie, ja, genau. 13 Zoll, das ist immer 13 Zoll. Ja, Moment, das ist 14 Zoll, 14 Zoll. Ein Zoll pro Radius mehr. Radius mehr, Durchmesser? Radius. Das ist doch Radius, ne? Radius, ein Zoll pro Radius. Ja, ja, genau, ein Zoll pro Radius. So, kannst du das Mikroskop mal anmachen, aber dann musst du wahrscheinlich das Licht oben wieder ausmachen, dann wird man besser. So, jetzt können wir das Mikroskop auch rüberhalten. Und jetzt sehen wir voller Erstaunen die wunderschönen Rillen. Hier sieht man etwas, dass hier sind zum Beispiel etwas mittlere Frequenzen da. Der Rest ist sehr, sehr lahm. Wenn das also jetzt, hier ist zum Beispiel, das ist ein Kantenschlag von einem Schlagzeug, das ist ein Snare-Schlag. Aber das ist sehr verhalten, weil wir keinen großen Pegel geschnitten haben. Und wie gesagt, die Rillen werden sich niemals berühren. Und dann doch habe ich gelogen. Ja, der macht nur so viel Platz, dass im schlimmsten Fall immer noch 10 μ oder 12 μ dazwischen sind hier. Das lässt sich hier einstellen. Das stellen wir hier oben ein. Hier oben, ja. 12 μ. Ne? Sonst würden die sich schneiden. Und es gibt aber häufig Schallplatten, da schneiden. Das war früher. Hier haben wir richtig, das ist ein Höhlen. Ne? Hier sind also Höhlen passiert. Hier stelle ich den scharf. Da geht's nicht. Diese dunklen. Das dunkle, Zone. Dieses Waschbrett. Ne? Das ist, da hat er also tatsächlich Höhen oder mittlere Frequenzen geschnitten. Und die schlappen Teile sind in erster Linie Bassamplituden. Früher gab es auch noch diesen Mutterstecher. Was hat denn der gemacht? Den gibt es heute auch noch. Ja? Ja, das ist der Karduk bei der Firma Alles. Was macht er dann? Mutterstechen. Du bist so dumm fragt. Es gibt dann die Möglichkeiten, das wird ja jetzt mit der Mutter werden. Ne? Die werden das also galvanisch erzeugen. Mhm. Und weil da kann es passieren, dass es so kleine, ja, was weiß ich, Pünktchen gibt, keine kleine Spritzer von irgendwie Zinzink. Von der Galvanik dann. Von der Galvanik. Und dann muss er zum Stichel ran und Mikroskop, und dann kratzt er die weg. Oder kratzt die Rille sogar nach, damit es da nicht Unterbrechung gibt.